So, es sollte aber auch nicht so laut sein. Das ist nur das Geräusch von den Buttons. Okay, gut, dann wechsle ich jetzt auf Controller und dann würde ich sagen, du wolltest einen neuen Charakter haben? Ja, willkommen zu Dark Souls Remastered. Jo. Hier in der Streamaufzeichnung. Ich werde, wenn es gut läuft, werde ich die Streamaufzeichnung auf YouTube hochladen. Mal schauen. Mordi spielt nochmal für die auf YouTube, wenn ich das jetzt hier mal schneide. Mordi spielt Dark Souls, weil ich gesagt habe, und daran halte ich mich auch, ich habe mich dran gehalten und ich werde niemals Dark Souls spielen. Mordi spielt es jetzt, ich kommentiere es und ich lenke vielleicht du auch lass, mal sein. Ich schaue ihm zu, ich lache ihn aus, wenn er stirbt und ja, gestellt jetzt mit ihm einen Charakter als erstes. Männlich-weiblich, was hättest du gern? Ich würde zum Standard männlich, das ist... Alles klar, klasse. Jetzt ist die Frage, willst du, dass ich das Ding mich durch das Reguläre durchquäle? Was heißt, ich muss die scheiß Katakomben und Schandstadt vorwärts machen? Oder erlaubst du mir, dass ich... wie jeder andere Spiel. Was ist der Unterschied? Sehr viele Nerven. Wir nehmen die harte und nervige Variante. Okay, ich will mir die Option trotzdem offen halten. Ich spiele trotzdem Dieb. Okay. Okay. Gabe, da will ich dir nämlich was zeigen. Schwarze Feuerbomben, Figur. Ja, finde ich schon quälend. Ja, dick natürlich, das ist super, muss ja, das ist wie wir zwei sind ja, das ist ja... Kräftige Beine. Kräftige okay. Beine. Also, muss jetzt zu uns passen. Wie wär's mit ihm? Wir machen einen Morph aus uns beiden. Kriegen wir das hin? Den Charakter. Das kriegen wir nicht hin, wir werden nichts davon hinkriegen. Frisur ist wichtig, welche sieht denn am dümmsten aus? Da krieg ich doch Ärger auf Twitch und was. Mit den Figuren, das ist... Gönnen wir uns die Geheimratsecken. Ja, aber dann macht die Haut keine normal. Sonst, ich krieg Ärger, ich krieg hier Probleme. Wenn jetzt hier einen. Nee, du kriegst keine Probleme, glaub mir. Gesicht, so, ich habe nämlich gerade einen Fehler gemacht. Jetzt du wirst du keinen gut aussehenden Charakter kriegen. Das dachte ich auch nicht. Mach mal die Haut blass. Das passt besser zu uns. Sind doch blass. Machen wir mal anders. Sind doch blasse Leute hier. Das hier ist so und. Keine Farbe im Gesicht. Das hier ähnliches Gesicht. Das sieht doch schon fast wie du aus. Keine Sorge, ab einem gewissen Punkt wird es einfach nur noch absurd. Ich hatte mal einen grünen Charakter. Ja, wir nähern uns dem Grün. Also, wieso Haare blau wäre auch ganz gut. Ja, ein Alien. Ja, das sieht auch ganz unsympathisch aus. Kriegen wir noch eine lustigere Farbe hin? Eventuell hier? Ja, komm, krieg mal was halbwegs Akzeptables hin. Eine normale Hautfarbe und ein... Das war jetzt nicht so gemeint. Eine normale Hautfarbe meine ich nicht blau. So. Ähnliches Gesicht, was soll denn der Mist? es wird dann randomized. Ja, sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir blond und dann passt das schon. Ah, braunhaarig. Braunhaarig immer mal vernünftiger. Ich meine, wir können auch noch hier alles ändern. So ist nicht. Das verwirrt mich zu sehr. Machen den menschlichen Charakter. Moment, was mir sehr wichtig ist. Eine spitze Nase oder was? Eine lange Nase. Ja, ich glaube, einen menschlichen Charakter ist mit dir nichts machen, oder? Halbwegs menschlich aussehender. Besser wird das nicht mehr. Okay, wie nennen wir ihn? Der hat eh die meiste Zeit Rüstung im Gesicht, oder? Das ist. Wirst du eh nicht schon sehen. Wird er nicht haben. Oh, okay, nennen wir ihn mal. Gibt's einen Morph aus Zwergi und Mordi? Nennen wir ihn einfach mal Hans. Oh, scheiße.
Ich finde, er sollte Harald heißen. Oh ja, Harald. Ich finde Harald ist ein guter Name. Exakt so geschrieben. Ja, exakt so geschrieben. Okay, gut. Enter. Und dann nehmen wir ihn mal an. Soll ich die erste Cutscene laufen lassen oder nicht? Ja, wenn schon richtig, ne, dann. Okay, wir können ja drüber quatschen. Okay, Harald, dann zeig uns, was du kannst. Und genießen was. Im Zeitalter der Altvorderen. Wo die Welt entfunkt und in Nebel gehüllt. Er sollte eigentlich Sound sein. Ist keiner. Ja, okay. Ich quatsch drüber. Ein Land grauer Klippen, riesiger Bäume und immerwährender Drachen. Ja, machen wir so. Haben wir jetzt Sound drin oder? Ich habe nicht mal Musik. Ich glaube, ich habe die Stimmen gemutet. Ich habe nicht mal Musik drin. Ich hab's jetzt einfach mal geskippt. Das ist komplett irrelevant für alles, was passiert. Das ist einfach nur die Geschichte. Ich habe auch hier keinen Sound. Ja, sollst du auch nicht haben. Ah, jetzt habe ich, jetzt höre ich. Ich weiß nicht, warum ich Cutscenes gemutet sind. Oh scheiße, ich habe meinen VK-Mod gar nicht drin. Oh. Das klappt hier über Discord sowieso nicht. Ja, aber trotzdem. Kleiner Funfact, ich wurde bei Dark Souls im Online-Modus gebannt, weil ich einen Mod für 4K-Texturen drin hatte. Tja, soll halt nicht schön aussehen. Was erlaubst du dir, das schön aussehen zu modden? Scheiß auf die. Nötiges Asyl der Untoten. Jo. Erstmal das Asylum. Das erste, was wir tun werden, ist. Nur die Hose. Na toll. Dann bitte lauf nicht nackig rum. Nachtzeit ist auf Twitch nicht erlaubt. Modi. Bei Dark Souls ist es nötig. Wie war das nochmal? Das war beidhändig. Brauchst du keine Rüstung oder was? Scheiße. Ich brauche eine schnelle Rolle. Das ist die Sache. Dann kann ich hier angreifen. Wollten wir nicht einen fetten Charakter haben? Jetzt haben wir ein Knochengerüst. Ja, wir werden schon mehr oder weniger menschlich mal. Irgendwann. Ja, die Hose ist ein bisschen schwer. Ich werde mal die Hose auch noch ausziehen. Laufst du die ganze Nacht rum? Das ist. Ich krieg hier noch einen Twitch-Bann. Das ist eine Rolle, die mir gefällt. Ich krieg hier noch einen Twitch-Bann wegen dir, Modi. Dark Souls ist okay. Ich meine, der Mann ist doch sowieso fast nicht menschlich. Sagst du, und dann habe ich einen Twitch-Bann. Ich habe Dark Souls schon gestreamt, keine Sorge. Außerdem spielt jeder ohne Rüstung, der gut ist. Okay, erstes. Wieso sollte man ohne Rüstung streamen, spielen? Weil man schnell ist. Und man muss schnell sein. Okay, ich zeig dir jetzt erstmal den ersten Boss, den wir machen werden. Direkt jetzt schon. Erster Gegner im Grunde. Ich zeig dir auch, wie unglaublich schwer das Spiel im Endeffekt dann ist. So, Achtung. Da kommt der Dicke. Jetzt schon nicht. 3, 2, 1 und... Hi. Upp. Oh Mann. Ja. Das war eine schlechte Rolle von mir. Ja. Und da wäre ich schon raus. Es ist. Also ich Bosskämpfe finde ich unheimlich. Cool. Und da ist Modi das erste Mal gestorben. Damit, ja, das heißt, spätestens dann hätte ich das Spiel Rage quittet, weil ich solche Bosskämpfe zum Kotzen finde. Ich muss mal schauen. Entweder ich krieg den zu den 4 Feuerbomben runter oder ich krieg es nicht hin. Ich wollte jetzt eigentlich nur angeben, eigentlich muss man an dem auch nicht. Den auch eigentlich nicht besiegen. Kann man auch eigentlich nicht, wenn man nicht weiß, wie. Okay, erste Bombe. Okay, ich krieg ihn nicht down. Du hättest ihn also mit der ersten Bombe töten können. Mit dem ersten Set an Bomben. Oh, jetzt machst du den Stampfer. Natürlich, du... Ich kann dir mal zeigen, wie viel Schaden man mit der regulären Waffe macht. Nämlich gar nichts. Im Grunde. Aha. Ich meine, man kann ihn damit besiegen und es gibt Leute, die das machen, aber wir spielen das Spiel einfach mal regulär. Und woher hast du die Bomben? Wir gehen einfach hier. Ich frage mich, woher das war mein Anfangs-Item. Also das kriegst du von Anfang an, du hast Bomben sofort im Inventar.
Man kann es auswählen, ja. Deshalb, ich wollte ihn eigentlich in einem machen, aber ich bin ein bisschen eingerostet. Deshalb werden wir ihn leider normal spielen Gibt es auch müssen. keine Story-Gründe dafür, dass du, woher du sofort bist gerade erwacht in der Welt und woher du sofort Ausrüstung hast, woher du die, was, woher du Bomben hast. Ich meine, das Schwert und das Schild hast du vielleicht gefunden in der Ruine, aber wo du Bomben Nö, her hast, das das ist. ist einfach so. Ich kenn's von The Und Legend da of ist mein Zelda, Messer. wenn du da, da musst du erstmal, bevor du überhaupt ein Schild und ein Schwert kriegst, musst du erstmal irgendwo hinlaufen und dir das holen. Das ist einfach ohne Grund, einfach hast du was. Du hast die Sachen einfach. Ups, Oder das war dumm was? von mir. Ja, ziemlich. Scheiße! Warum drücke ich immer die Gaben an, ey? Ich hasse alles an diesem Spiel, Und jetzt schon. das. Nee, das war voll. Das lag voll an mir. Kann ich dich vielleicht irgendwie So. leiser stellen, weil. Du weißt, wie du bei. Ich bin Ja, von hinten hier. nicht getroffen. Weil du dann doch ein bisschen Oh zu mein lauter Gott. als das Spiel bist. Ja, Entschuldigung, dann. Mach mich ruhig ein bisschen leiser, du kannst Discord ja einstellen. Ich. Weißt du was? Scheiß auf ihn. Ich bin ja sowieso arschlaut. Ich kann mich ja dann. Ich werde mich ja dann. Im Schnitt kann ich mich ja dann runterscrollen, aber du bist ja eins mit dem. Ich habe ja zwei Audiospuren dann in der Aufnahme. Ja, wir haben übrigens jetzt Du Heilung bist ja gefunden und. dann Teil des Spielsounds. Gott, ich bin komplett eingerostet. Ich muss wieder öfter Dark Souls spielen. Ich wurde sogar von der Kugel getroffen. Schön, dass du das jetzt live filmst. Oha, Sekunde, ich mach mal. Ich beende mal. Ich ändere mal meinen Stream hier. Ich stelle mal Dark Souls ein. Oder. Ich stream gerade noch Himmel! Among the Stream. Das Dieb. Ist der erste Teil, oder? Ja, Dark Souls 1. Komm, verdammt nochmal. Oh, ich werde hier drauf gehen. Ich werde bei den. Ich bin gerade wütend über mich selbst, dass ich so dermaßen schlecht abliefer gerade. So, Modi spielt. Alles klar, wir haben quasi kein Leben und wir müssen jetzt einen Boss machen. Kriegen wir hin. Und. Das war der Boss. Ah, schön. Das war der Boss. Ich meine, die Bomben haben ein bisschen was gebracht, aber komm schon. Das hätte ich besser hingekriegt. Ich gehe natürlich wieder durch die falsche Tür. So, sehr schön. Wie war denn nochmal Sprinten? Auf welcher Jetzt stream Taste? ich auch offiziell nach, so ist. Und Ich muss dafür mal vielleicht sagen, ich dann ein habe paar gerade. Zuschauer zu kriegen. Wirst du safe? Das war Sprinten. Okay, cool. Nehmen wir noch die Bonusseelen mit, die hier unten irgendwo rumliegen. Wenn ich mich nicht Mist. irre, das war nicht hier. Blöd, dass ich jetzt in den Titel geschrieben habe, dass das Modi spielt für Zwerge. Ja, dann hätte ich einfach behaupten können, dass ich das spiele. Wenn es Leute reinkommen. Na, bin ich nicht gut. Da Ich ist kann er. sogar währenddessen trinken. Ja, kannst du. Du hast nur keine Facecam, um es zu beweisen. Spiele streamen doch sowieso immer nur Facecam. Okay. Die Vogelsequenz lasse ich mal durchlaufen. Die ist immer ganz lustig. Und wenn dein selbst erstellter Charakter in einer Cutscene auftaucht. Ja. Oha. Wenn der Charakter nicht so scheiße wäre, dann sähen diese Sequenzen ziemlich gut aus. Jeder einzelne Charakter in Dark Souls sieht immer scheiße aus. Das macht dieses Spiel mitunter aus. Du kannst keinen guten Charakter machen. Der Rabe oder das Viech, was auch immer das ist, sah tatsächlich gut aus. Das ist ein großer Rabe. Okay, wir sind jetzt angekommen im Hauptspiel. Sehr schön. Achtung, gleich kommt eine sehr lustige Szene, wenn ich mich nicht irre. Ich seh das Intro so gut wie nie. Wenn du es mal skippst oder was? Ja. Ach, das war das bei der Rückreise. Mensch. Dann würde ich Heldenhafter sagen. Schwenk auf unseren Helden. Ja. Feuermannschrei. Ja, dann level ich mal eben. Gehen wir mal auf Stärke 11. Und dann mache ich jetzt mal das, was jeder am Anfang von Dark Souls immer macht, weil er das Spiel nicht kennt.
Nur, dass ich es absichtlich tue. Und zwar gehe ich hier lang. Oh Mensch, was ist das denn? Hier geht's ja lang. Ich meine, ich würde das ja nicht so machen. Ich meine, ich wäre an dieser Stelle gar nicht, wenn ich das Spiel nach spätestens, wenn ich in die Halle des ersten Boss komme, hätte ich gesagt, nee, Leute, ich bin raus. Das war's mit dem Letztest an dieser Stelle für mich. Das ist. Oh mein Gott, geht doch. Ich brauche eigentlich nur das hier. An dieser Stelle lassen wir das Letztest sein. Oh, so. Morty wird getötet. Ja, das war ein geplanter Tod, weil die Skelette wirst du nicht mehr los ohne eine heilige Waffe. Von einem wilden Gegner in der Wildnis. Das ist ein Riesenskelett gewesen. Die sind immer da und ich wollte eigentlich nur den Zweihänder, weil das die Waffe ist, die ich erstmal benutzen werde. Aha, so, du hast also eine Waffe mitgenommen. Jetzt muss ich gucken, wie viel Stärke brauche ich dafür? Ich brauche... Und du verlierst nicht alles, was du dabei hast beim Tod, oder? Nein, nur die Seelen und die sind komplett irrelevant. Gewicht 10, oh Gott, ich brauche 24 Stärke, gut, das heißt, wir werden erstmal beim Messer bleiben. Ah, schön. Ich habe lange nicht mehr mit Zweihänder gespielt, deshalb nehmen wir mal den Loot mit, der noch hier überall rumliegt. Sieht auch schön für meine Mana aus. So, hier hinten müsste was liegen, ja. Brandbomben, sehr cool. Hier oben müsste dann noch was liegen. Ah ja, bei ihm. Den werden wir später, umbringen. Das ist ein NPC, den werden wir umbringen, weil der ist ein Stück Scheiße. Er gibt dir einen Cent. Aha. Einen komplett irrelevanten Cent. Wer den Cent nicht ehrt, den Groschen nicht wert. Ja, ich glaube aber, er beleidigt einen auch. Also. Er ist schon gut. Okay, ich habe keine Ahnung, wo hier der andere Loot war. Ist aber sowieso egal. Ich möchte nicht mit der Keule spielen. Oder will ich? Ja. Ich meine, so wie du aussiehst in dem Game, das ist, würde ich dich auch beleidigen, Morty. Das ist, ich verstehe ihn schon. Das ist, ich meine, ja, ich muss mal gucken. Nichts, was ich nie mitnehmen, nein. Nichts gegen hässliche Leute, aber das ist, ich meine, das ist schon. Na gut, ich würde sagen, wir spielen einfach mal regulär weiter und dann. Ich mobbe ja generell keine Leute, aber das ist ja. Ja, der Charakter ist schon exorbitant hässlich. Das ist schon. Ja, das war nichts. Da würde ich schon verlangen, dass du mir aus der Sonne gehst. Also das ist schon ein bisschen. Und das ist übrigens auch eine Mechanik, du kannst Gegner parieren. Und das werde ich häufig tun. Sieht ja gar nicht mehr nach Mensch aus. Er ist auch kein Mensch. Der ist genau dasselbe, gegen das wir hier kämpfen. Er ist nämlich befallen vom Fluch der Untoten, das heißt, er ist einmal gestorben und sieht seitdem so aus. Okay, krieg ich mal das irgendwie. Er kann halt nicht sterben, das kriegt man nur durch die Lore mit. Also durch die Umgebung und wenn man. Ich habe niemals gesagt, das ist. Nur Spiel nicht. Spielt absolut keine Story. Doch schon. Die Story besteht aber aus: geh zu Punkt A, B, oh, du hast das geschafft. Okay, jetzt bist du quasi das mächtigste. Also bis auf ein paar Zwischenszenen, die wir nicht gesehen haben. Wie der Rabe, der dich irgendwo hinbringt. Ja, jetzt muss ich gucken. Das war schlecht. Will ich den Ring überhaupt? Ich glaube, ich will den Ring gar nicht. Da werden mich Leute jetzt für hassen, aber das ist, ich meine, das ist. Das hat meine Meinung. Das Spiel hat im Prinzip keine Story. Du gehst von Boss zu Boss und. Ich verstehe das Spiel nicht. Es geht um Kämpfen und um gut sein. Beziehungsweise um gut drin werden. Das verstehe ich schon, aber ich meine, in dem Sinne verstehe ich das Spiel nicht, dass ich nicht verstehe, warum das so berühmt werden konnte. Weil es ein gutes Spiel ist. Sehe ich anders. Du kannst es dir so schwer machen, wie du willst. Sehe ich absolut anders, aber gut. Na, den Parry habe ich verkackt. Man kann übrigens auch treten, was bis auf eine Stelle die komplett sinnloseste Mechanik überhaupt ist.
Und dazu gekommen sind wir übrigens dadurch, dass das war die. Also erstmal haben wir, ich glaube Minecraft war es, erstmal haben wir in Minecraft über Spiele geredet, über ich glaube die besten Spiele der Welt haben wir geredet, irgendwie haben wir gespielt, haben wir uns die Frage gestellt, was ist das beste Spiel irgendwie und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Oh, okay. Eine Abwasserratte. Ja, die Kanalratte ist tot. Das war das, wo wir es gesucht haben, ja. So, dann müssten wir hier durch. Und jetzt fängt das eigentliche Spiel an. Und hier werde ich sehr gut durchkommen, das kann ich jetzt schon sagen. Weil ich das hier so super oft gespielt habe, das habe ich quasi im Blut. Oh, da unten ist ein Item. Das war mir nicht bewusst. Wow. Ich wollte dir noch erzählen, wie wir drauf gekommen sind. Dann haben wir die Tierlist gemacht. Gab es da schon ein Video auf YouTube, Alter, wo die, was damit? Die Tierlist Top 100, es waren sogar mehr als 100, die Top Games aller Zeiten gespielt haben. Und da haben wir es dann eingehängt. Haben wir nicht. In Dark Souls haben wir dann. Und da haben wir ein anderes Spiel eingehängt. Und da bist du wieder dort. Ja, klar, ich bin nicht zum nächsten Checkpoint. Ich meine, ich könnte, aber. Ich glaube, ich gehe auch zum nächsten. Muss den ganzen Weg wieder von vorne laufen. Ja, und es ist vollkommen egal, siehst du? Wäre mir absolut nicht egal. Wenn ich nicht in die Feuerbombe gelaufen wäre, dann wären diese Gegner hier gar kein Problem. Der hätte ich das schon. Und so spielt man das Spiel. Du killst einmal Gegner, wenn sie dir auf den Sack gehen, dann gehst du an ihnen vorbei. Es wird mich so derbe langweilen. Alter. Sag mal, bin ich bescheuert? Warum heile ich mich nicht? Tja, das weiß ich nicht. Und wieso fange ich nicht einfach mal an, gut zu spielen? Okay, scheiß mir auf die Jungs da unten. Ich habe keine. Ich glaube, da ist sowieso nur ein Mist-Item. Wirf deine Bombe. Okay. Einmal durch die Nebeltür. Nächstes Portal. Gebiet. Nö, das ist einfach nur eine Tür voll Nebel. Also wirklich ist es. Wo kommst du her? Fantastisch. Als ob ich nicht hinter dich gekommen bin. Auch eine Mechanik, du kannst Gegner von hinten abstechen. Hier kommt man, glaube ich, irgendwie rüber. Ich habe keine Ahnung wie. Und jetzt, Achtung, Jumpscare. Na. Da hatte ich ja vorhin in Among the Steep schlimmeres Jumpscares. Okay, den habe ich verkackt. Heilen wir uns einmal und... Und das war er. Und da sind wir am nächsten Checkpoint. Kann ich leveln? Nein, ich kann auch nicht leveln. Schade. Ja gut, und das ist das Spiel übrigens. Ja. Ja, wir kommen auch gleich zum ersten Händler. Wenn ich jetzt nicht auf Stärke gehen würde, dann würde ich ihn umbringen, weil er eine ziemlich gute Waffe hat.
vorbei. Ich nehme das Holzschild mal eben mit, das ist gar nicht so schlecht. Müsste, glaube ich, besser sein als das aktuelle, oder? Ach, Blödsinn. Physisch weniger, aber hat mehr. Ich mache hier Sachen parallel. Ja, dann mach mal Sachen parallel. Ich spiele in der Zeit. Und die hier sind die schlimmsten Gegner überhaupt, weil die super selten angreifen und man sie nicht wirklich parieren kann. Ja, und dann passiert noch genau das. Also scheiß ich auf sie. So, was sehr essentiell ist, weil er der Einzige ist, der das Ding verkauft. Ah, den Bogen, dazu bräuchte ich 1000. Na gut, dann gucke ich, dass ich die beiden oben doch noch fertig mache. Dann braucht der 1000. Und warum kriege ich so wenig Seelen gerade? Was machst du da? Ich versuche ihn von hinten zu erwischen, weil es die einzige effektive Möglichkeit ist, die Typen umzubringen. Mhm. So. Und ich habe nicht mal genug Seelen. Wow, cool. Du bist das Level 5 oder was? Oder was ist das da unten? Nein, ich habe noch 5 Heilungen übrig. Okay. Und wo sieht man das Level? Hast du auch Level gar keins. Sieht man hier. Gleich. Ich bin jetzt Level 7. Und ich gehe halt voll auf Stärke jetzt erstmal. Mhm. Habe ich ja schon gesagt. So, und das war sehr dumm, weil ich brauche 1000 für den Bogen. Aber gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich will heute auch noch den Boss schaffen. Den ersten richtigen. Und weißt du was, das Gute ist? Ich kann jetzt auch in meiner Liste, in meiner Twitch-Info. Da liste ich ja die Spiele auf, die ich auf Twitch gestreamt habe. Kann ich jetzt auch da Dark Souls listen. Völlig legitim. Wieso sterbe ich bei denen? Ich habe Dark Souls gestreamt. Kann ich jetzt absolut legitim mit meinen Referenzen. Ja, gestreamt hast du's. Ja. Theoretisch. Kannst du nichts. Nicht nur theoretisch, ich hab's praktisch gestreamt. Es ist jetzt live, es ist in diesem Moment. Ja, du hast nur nicht gespielt. Ja, das hat ja auch keine, habe ich auch nicht behauptet. Alter. Spiel dich gespielt. Wieso kommst du hier rein? Alter. Wieso ist der Typ da jetzt reingekommen? Der kommt nie rein. Tja, wollte mal Hallo sagen. Ja, er wollte mal Hallo sagen. Mit seinem Schwert. Du heilst dich nicht. So. Und Gegner, die sich heilen können, finde ich immer ganz gut. Das ist voll mit Pokémon, wenn das gegnerische Team sich heilt, das ist immer. Immer ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Und natürlich habe ich eine Hose und kein Schwert gekriegt. Nice. Wie habe ich das hingekriegt? Boah, ich spiele heute so unfassbar schlecht, das glaubt man nicht. Ich meine, wir sehen es ja. Das müssen wir nicht glauben. Nur hier ran. Müssen wir nicht glauben, wir sehen es. Juhu, schwarze Feuerbomben. Aber ich bin mir sicher, ich würde schlechter spielen. Mit Sicherheit. Du wärst wahrscheinlich im Asylum schon 15 Mal gestorben und hättest dann keine Lust mehr gehabt. Wie gesagt, ich hätte schon beim ersten Bosskampf, hätte ich gesagt, nö.
Ja, aber ich habe gesagt, du wärst da wahrscheinlich 15 Mal gestorben und dann hättest du gesagt, ist mir zu schwer. Ich hätte ihn gesehen, ich hätte ihn beim Eintreten in die Tür gesehen, wäre umgedreht und wäre gegangen. Hätte die Ruine erkundet, ein paar Minuten lang und dann. Du kannst nicht erkunden, ohne dass du da durch die Tür gehst. Okay, oben, aber da gibt es noch. Ich hätte die Vorhalle noch ein bisschen erkundet. Oben gibt es noch Scheiße und wir machen jetzt das hier. Das hier ist wichtig für den Boss. Dann muss ich einmal eben den Kollegen triggern und dann hier runter und dann einmal alle runterfallen lassen. Der weigert sich zu fallen. Das ist ja eine feige Camper-Taktik. Einfach unten warten. Das ist eine legitime Taktik, das machen einige. Vor allem, weil jetzt gleich ein Gegner kommt, den ich entweder sehr lange parieren müsste oder den ich einfach ganz kurz da runter locken kann. Wenn ich mich nicht ganz bescheuert anstelle. Nämlich der Große hier. Er ist getriggert, er ist bei mir. An dir muss ich vorbei. Dann einmal hier. Wand küssen und er dürfte fallen. Ich sehe ihn nicht fallen. Der kommt gleich, keine Sorge. Sie kommen immer. Da ist der erste und da ist der zweite. Was kriegen wir als Loot? Einen grauen Brocken. Super. Nice. So einfach und schon ist er tot. Ja, absolut sinnfreie Scheiße gekriegt. Aber dann musst du halt wissen, dass du da runter kannst. Dann musst du halt auch wissen, dass du. Ja, ich weiß, das sind die Pro-Tipps. Dann musst du ihn überhaupt nicht machen. Du kannst ihn auch einfach parieren. Das hätte ich halt schon nicht gewusst. Das ist halt schon. Okay, blauer Tränenstein. Auch um da nochmal runterzufallen, hätte ich so eine Angst gehabt, da nochmal runterzufallen, da zu wissen, dass es da einen Vorsprung gibt. Das ist ja, da musst du halt schon wirklich. Das musst du ja jetzt wissen. Ja, jetzt ist die Frage: Bogen kaufen oder leveln? Bogen kaufen. Definitiv Bogen kaufen. Okay, ja, der ist halt essentiell für später, weil dann kann ich einfach teilweise Bosse cheesen. Der braucht Level. Ja, später kann ich dann halt einfach echt einen ganzen Bosskampf skippen, indem ich zwei Bomben werf. Einen sehr nervigen Bosskampf. Ja, gehen wir einfach. Gehen wir einfach straight zu ihm runter. Komm. Hat das Spiel irgendwelche Ziele, wo du halt sagst, das ist halt. Ja. Da ja, gibt's halt. Hat's ein Ende, wo du halt sagst, da ist der Endbosskampf oder ein Spiel ja, vorbei, natürlich. Oder? Wie gesagt, das hat auch eine Story. Die Story besteht halt aus, hey, probier mal, ob du zwei Glocken läuten kannst und die Bosse dahin töten. Oh, du hast es geschafft. Super, jetzt töte bitte Gott. Kommen irgendwann die Credits oder hast du halt irgendwann so ein festes Ende, dass der Endbosskampf, wenn du den besiegt hast, Credits, Ende aus? Ja klar, du hast sogar, du hast sogar zwei verschiedene Enden. Ich nehme noch die verstärkte Keule mit. Die normale. Sorry, musste gerade ein bisschen gähnen. Verständlich, so. Die Keule müsste ich tragen können schon. Mal sehen, 12, ja, kann ich genau tragen. Sehr schön, es gibt keinen Grund, warum ich weiter das Messer benutzen sollte, wenn ich auf Stärke gehe und dann die hier auf das. Und jetzt dürfte ich tatsächlich auch Schaden machen. Ich weiß, unfassbar, aber es ist so. Es tut mir auch wirklich leid für alle Fans. Tut mir wirklich so. Das ist so. Auch für Modi, es ist halt einfach. Das Spiel tatsächlich mal gesehen hast, es ist darfst alles, du sagen, dass es dir nicht gefällt. Es ist vollkommen alles, legitim. Es ist alles, was ich nicht mag und nicht kann in Spielen. Es ist relativ Open World. Es ist absolut nicht Open World. Okay, es ist zu Open World für mich. Es ist zu Open World. Du hast Schlauchlevel. Aber es ist zu offen für mich.
Da frage ich mich übrigens, können wir gleich nochmal drüber reden, da frage ich mich, wie das mit dem Let's Play läuft, dass das gerade bei mir noch läuft, wie lange das noch halten wird, weil es ist ein Open-World-Game, wie ich mich da anstellen werde. Welche spielst Überraschenderweise. du? Welche spielst du gerade? Pain spiele ich gerade noch, also. Oh, das, ja, das Das halt. ist. Das hat nicht mal ich. Das ist sogar mir zu viel. Also ein paar Parts werde ich dann noch produzieren, ein paar Mal werde ich es noch streamen, also ich finde es. Wird dann ein bisschen in der Welt rumdümpeln und noch ein paar die Karte voll erkunden und dann, ja. Und dann wird es nach ein paar Parts dann irgendwie, ich werde dann 10, 20, 10 bis 15 Parts voll kriegen und dann, ja, haben wir es mal gespielt. Ich Sollte würde jemand. sagen, bei dem Spiel würde ich einfach straight die Story durchspielen und dann ist gut. Ja, Da würde ich gar so. nicht groß Falls es dann eine Story gibt. Müsste es. Das habe ich ja bei Biomutant auch gemacht, ab einem gewissen Punkt, Ja, wo es mir einfach zu wahrscheinlich. dumm wurde. Wahrscheinlich Welt erkunden wird, dass du hier einfach die Story von die Karte voll hast. Ja, die mache ich Und nicht. das dann wert schauen. Ich war überrascht, dass das ein Open-World-Ding ist, weil ich einfach. Weil es am Anfang nicht danach aussah. Also ich hab halt vorher Aber schon hier das das gemacht, war hier der es fängt Kniff. halt. Es fängt halt wie ein lineares RPG an. Es fängt halt mit einer Story, mit einer relativ festen Story an. Kannst nicht sehr weit laufen und dann. Wie bin ich da jetzt gestorben und wieso sind die mit hoch? Naja, Ihr seid passiert. gestorben. Ja, passiert. Ich renne jetzt einfach durch zum Diesmal Boss, stimmt's, würde ich sagen. diesmal stimmt sogar. Wir sind gestorben. Das ist halt nicht, du bist gestorben, sondern. Ja, ich. Oh nein, scheiße, ich hab's benutzt. Ah, fuck. Was war das? Das ist das, was den Boss leicht macht. Das ist ja gut. Ah, und ja. Hä? Wie konnte ich denn. Oh, Moment. So konnte ich denn. Dann wirst du nicht lange für brauchen. Okay, ich gehe zurück. Das war so komplett unnötig. Gerade. Kann man auch einfach mal direkt zum Endbosskampf vorskippen oder ist das auch Wenn möglich ich hier? Speedruns kennen würde, dann ja, aber. Ich meine, gibt es da irgendwie wie in The Legend of Zelda Breath of the Wild, wo du halt sagen kannst, ich renne jetzt direkt los zu Ganons Schloss und besiege einfach mal Ganon, wo du halt sagen Nee, kannst, nee, das hier wüsste. ist relativ Metroid-mäßig. Das heißt, du brauchst gewisse Fähigkeiten und gewisse Plotpoints, um überhaupt weiterzukommen. Bei dem neuesten Zelda, beim Switch Zelda, weil auf der Welt kannst du einfach hinlaufen, kannst ja sagen, das ist halt wirklich Open World, da hast du halt wirklich die Ja, Freiheit, das ist halt komplett kannst halt Open Story World. machen, kannst du leveln, kannst du sonst was machen, kannst in den Dörfer besuchen, damit kannst du halt auch direkt, das ist halt am Anfang eine bestimmte Sache, die du machen musst, aus dieser Höhle raus musst du kommen und musst halt irgendwie, glaube ich, den König musst du irgendwie treffen und ab dann kannst du halt dann irgendwie sagen, ja, jetzt renne ich direkt zum Schloss und besiege. Kannst das Spiel Okay. theoretisch in 15 Minuten durchspielen. 15, 30 Minuten kannst du Zelda und Breath of the Wild durchhaben. Ja, Okay. gut, der Bosskampf ist dann dementsprechend scheiße. Scheiße ist schwer. Wenn du halt sofort losläufst zum Bosskampf, ist halt. Ich habe vergessen, wie man die Leiter skippen kann, aber gut. Okay, dann machen wir jetzt den Ein einen paar schöne Boss. Leiteranimationen. So, das hier brauchen wir dringend. Und da ist er. Plötzlich einsetzende Bossmusik. So, ich hab, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Schaden ich mit der Keule machen werde. Und da unten ist er und. Oh, das ist ordentlicher Schaden. Ohoho, das ist gut. Oha. Was ist das für ein pelziges Viech? Ein Taurus. Das ist der Taurus-Dämon, ja? Er ist Okay. auch genau das, ein riesiger Minotaurus. Und er ist tot, vor allem. Warum habe ich nie mit der Keule gespielt? Das Das macht alles ging so viel schneller. einfacher. Ihr habt gesiegt. Jo, jetzt kriegen wir gleich Loot.
Menschlichkeit, Heimkehrknochen und einen Arsch voll Seelen. Hallo, Seelen? 3000. Nice. Ich glaube, ich weiß schon, was ich auf Thumbnail packe für die Streamaufzeichnung, wenn ich die hochlade. Einen Arsch voll Seelen? Nee, da kommt irgendein Deathscreen davor. Das ist einfach recht genug, um da auch so was zu beschreiben. Deathscreen. Ja, ich denke schon. Ihr seid tot. So, das Ding nehmen wir noch mit. Dann ihn da unten nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Der ist nützlich. Ich habe nämlich keine Lust, die Gargoyles regulär zu machen. Nochmal ansprechen. Mutti macht's nicht regulär. Echt, ey. Ich meine, er ist ein halbwegs storyrelevanter Charakter. Ich habe keine Ahnung von ihm. Ich finde ihn nur lustig manchmal. Oh nein, das sollte ich nicht machen ohne Ausdauer. Okay. 3, 2, 1 und... Was ist denn das? Das ist eine Brücke. Und das verbrennst. Ist... Nein, nicht beim ersten Mal, aber ich muss jetzt schnell sein, sonst kommt der zweite Feuerstoß. 3, 2, 1 und... Kommt er? Noch nicht, okay. Du siehst ja völlig verkohlt aus. Aha. Aha. Ja, ziemlich. Wo war der Ausgang zu dem anderen Ding? Hier war der. Nee, so sahst du schon die ganze Zeit aus. Ja. Das hier ist auch eine Mechanik. Ich kann jetzt einfach runter zum Feuer und... Naja, runter kannst zum Feuer. Kannst du auch halt einfach überspringen? Kannst du einfach runterhopsen? Mit irgendeiner Taste... Es wäre sehr dumm, wenn ich runterfallen würde, weil es gibt Fallschaden und der killt dich. Instant normalerweise. Auch so ein bisschen okay, Fallschaden. Okay, aber jetzt gehe ich erstmal auf... 16 Stärke, jawohl. Alles klar. Das ist übrigens die eine Situation, in der der Tritt tatsächlich nützlich ist. Wenn ich ihn mal hinkriegen würde. So. Okay. Ja, die Gegner einfach von der Zinne. Die Gegner einfach von der Zinne runterschubsen. Ja. Sofern der hier vorkommt. Da kann man sich nichts ersparen. Junge! Ich wollte ihn gerade beleidigen. Das dachte ich. Und welcher so? Das war er. Dann rein ja, da. Jetzt müssen wir schnell sein, sonst werden wir auf jeden Fall vergiftet. Nein. Verdammt. Na, raus dort. Ja, ich habe die falsche Route gewählt. Relativ moderne Leitern in so einem antiken Tempel. Ja, jetzt muss ich. Ach, ich habe kein Gegengift. Machen jetzt wir den Mann sterben. Oben. Ich versuche mal, den Mann oben zu machen. Mach das. Ja, das wird sehr viel Parierarbeit. Sterb nicht an deiner Vergiftung. Das habe ich nicht vor. Ich werde an anderen sterben hier. Oh Mann. Aha. Das sieht stark ja. aus. Ja, das ist derselbe Typ, den wir schon runtergekickt haben. Ich habe halt keine Ahnung von deren Timing. Ja, wir machen erstmal das Schwein. Das Schwert ist hübsch. Ja, das kannst du auch als Loot kriegen. Ich habe aber jetzt keine Lust, den nochmal zu bekämpfen. Ich will jetzt erstmal das Schwein machen und die Gargoyles. Sieht tatsächlich ganz schön hübsch aus. Der sieht tatsächlich nach einem schönen Gegner aus. Du oder? Kannst dem Drachen auch den Schwanz abschießen und als Schwert benutzen. Interessant. Ja, übrigens, die beiden musst du immer machen, weil die blockieren dich sonst komplett. Komm schon, wirklich. Danke. Oh, und das war mein Loot.
Okay, jetzt die Ratten nicht mitnehmen. So geht das. Hätte ich übrigens nicht gedacht, dass meine Zuschauerzahl fallen würde, wenn ich wenn ich da auch so streame. Es ist halt. Aber jetzt wirklich weniger Zuschauer als vorhin, als ich das Spiel gespielt habe. Among the Steep. Und damit habe ich das schon mal verkackt. Oh Mann. Ich habe das Schwein so lange nicht mehr regulär gemacht. Welches Schwein? Das Schwein, das unten ist, das Gepanzerte, das siehst du gleich. Da bist du noch gar nicht hingekommen. Ich bin da, das ist direkt unter uns gewesen. Ich werde es aber ins Feuer laufen lassen, einfach. Normalerweise, und wenn das nichts bringt, Feuerbomben habe ich genug. Und die beiden nochmal besiegen. Ja komm, scheiß auf die beiden. Ich dachte, die blockieren dich. Ja, der eine. Oh. Ich hasse den Schwertypen. Verlorenes Gut. Zurückerlangt. Ja, hätte ich vorher Items oder beziehungsweise hätte ich vorher tatsächlich Seelen gehabt, dann hätte ich die jetzt wieder gekriegt. Hatte ich aber nicht. Sehr schön. So ein bisschen wie bei Minecraft. Wenn du in der Wildnis stirbst, das dann auch, kannst du auch zurücklaufen und dein Loot holen. Ja. Dann Zeug holen, Gott, was du von uns hast. Endlich mal. Monty stirbt wieder beim einfachen Gegner. Danke. Der ist halt nicht einfach. Die sind super scheiße. Weil der hat permanent blocken. Okay, ja, mit einfachen, erwischt ja, mit mich einfachen oder erwischt Gegner meine ich nicht Bosskampf. So ziemlich alles hier ist ein Bosskampf. Ja. Okay, wir machen das Schwein regulär. Das heißt zuerst. Nein! Zuerst sterben. Ja. Oh, Moment. Ich sollte vielleicht mal. Fuck, ich komme hier nicht durch. Warum komme ich hier noch nicht durch? Warum heile ich mich? Tja. Mach Platz. Ich bin also komplett raus. Ich wollte gerade angreifen und habe mich stattdessen geheilt. Das ist Mensch, mir sehr lange nicht mehr passiert. Mensch, spielst du mit einem Knüppel. Eine Keule. Junge! Achtung! Oh, diese Speertypen! Na komm, das Schwein musst du heute noch schaffen. Das hab ich vor. Ich wollte heute eigentlich noch die Gargoyles machen, nur komme ich da jetzt nicht mehr durch. Weil ich zu langsam war. Das heißt, wir müssen die Scheißroute machen. Du hast noch eine knappe Viertelstunde. Das reicht eigentlich. Wenn ich halbwegs normal spielen würde. Komm, weißt du was, scheiß drauf. Ich renne jetzt unter dem Drachen durch. Mutti, irgendwas denke ich mir dann auch noch mal für dich aus, wo du mir noch zuschauen musst. So. Irgendwas, was du... Oh, ich überlebe das sogar. Nice. Oha. Das sind Drachen besiegen. Nö. Denn man kann ihn besiegen, aber es bringt absolut nichts. Also okay. Das Schwein wird jetzt nicht getötet, oder was? Doch, aber ich habe jetzt erstmal einen Checkpoint hier gesetzt. So, ich bin wütend, deshalb mache ich euch jetzt fertig. Fühlt sich gut an. Der Arme. Okay. Das ist ja noch völlig harmlos aus.
Die sind auch harmlos. Wir werden noch harmlosere sehen. Du besiegst einfach harmlose Leute. Das ist doch einfach. Das ist doch nicht wahr. Es gibt auch relevante NPCs, von daher. So, das Schwein. Lass dich nicht wieder von dem besiegen. Nee, keine Sorge, diesmal. Was kommst du von oben? Da hast dich ja auch schon besiegen lassen. Ja. Und du bist es gerade wieder. Ah, keine Sorge, es ist noch relativ viel Leben. Sieht nicht so aus. Und da ist er wieder tot. Du bist tot. Die Sperrtypen sind so unfassbar nervig. Aber wenigstens bist du jetzt hier. Ja, deshalb habe ich den auch mitgenommen. So. Wo kommt der her? Dieses fucking Schwein ist die zweitschlimmste Stelle. Viertschlimmste Stelle. Eigentlich nicht mal in den Top 5. Wenn ich so drüber nachdenke. Natürlich hat er mich erwischt. Und der schon wieder. Und die schon wieder. Okay, scheiß drauf. Ich werde jetzt erstmal die Armbrustleute umbringen. Nicht erst das Schwein umbringen. Das Schwein ist super easy. Von oben drauf. Könnte ich, aber mache ich nicht. Ich werde jetzt erstmal die hier nehmen. Ich will jetzt tote Schweine sehen. Deswegen sind die toten Schweine. Da siehst du nur tote Modis. Oh nein, heilen. Du bist fast tot. Und schon wieder. Oh, diese Scheiße. Wenn die von hinten kommen, hast du keine Chance. Ja, Armbrustschützen war eine gute Idee. Ich habe zumindest die Schädel, die ich brauche. Kann ich mir die schon mal auf einen Item-Slot packen? Noch ein Schädel. Und für alle Fälle. So. Was ist denn bitte ein Schädel? Gibt es noch Schädel, die nicht aus Knochen sind? Es ist ein Köderschädel, der lockt Gegner an. An die Stelle, wo es hinfällt. Wenn das halt zufällig ein Feuer ist, dann rennt halt mal ein Schwein ins Feuer und dann gibt's Braten. Und potenziell einen coolen Helm. Da stand doch Knochenschädel, oder? Köderschädel. Achso, Köderschädel. Achso, Knochenschädel macht doch keinen Sinn. Gibt es auch noch Schädel, die nicht ausgenommen sind, aus anderen Materialien. Achtung, hinter dir. Ja klar, es gibt Kunststoffschädel. Achtung, Sperrtypen. Ja, die sehe ich. Die haben mich schon etliche Male getötet. Der Kollege ist wichtiger. Lass dich nicht töten. Und ich fall ins Feuer. Phänomenal. Und ich falle ins Feuer. Und wirst vom Schwein aufgespießt. Deine tote Leiche wird aufgespießt vom Schwein. Und scheiße, ich glaube, ich muss morgen Dark Souls nochmal durchstreamen. Mach das. Ich glaube, das ist langsam nötig. Muss ja, mal wieder ein bisschen üben. Ich muss definitiv üben. Ich meine, ich bin gar nicht so schlecht, aber ich bin... Ja, wie gesagt, ich jetzt beim Zuschauen, ich kann rummeckern. Das ist, ich würde mich anstellen. Ich könnte das gar nicht streamen. Ich käme überwiegend, weil du es nicht besitzt. Ich käme nicht, sondern nicht weit. Und das war das. Oh mein Gott.
Death Counter 125. Ich versuche jetzt das fucking Schwein in den Arsch zu stechen. Einfach drauf. Das wäre meine Methode. Ich werde jetzt versuchen, das Schwein entweder ins Feuer zu locken an sich oder. Mach doch einfach mal die. Einfach mal die Zwergenmethode. Einfach drauf. Einfach es. Mit gezogener Waffe drauf. Es. Es sind zu viele! Mann! Einfach knüppeln, 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 knüppeln. Gerade auf. Angriff ist die beste Verteidigung. Dem Motto. Da sind die Schädel. Ich werde jetzt durchrennen. Ich werde die beiden Armbrust schützen. Und wenn ich dann einen ruhigen Moment habe, werde ich das Schwein ins Feuer schicken. Du hast hier keinen ruhigen Moment. Ich habe ruhige Momente, glaub mir. Ja, genau deshalb. Ich kenne das Spiel. Ich weiß, wie es funktioniert. Und Ringe rein. Komm. Nein! Ich rolle statt anzugreifen! Das war aber nichts. Ja, das war voll auf meine Schuld. Das war einfach nur dumm. Ja, meine Schuld ist es ja wohl nicht. Nee, meine Schuld kann es ja nicht sein. Das Spiel zu beleidigen. Ah, das war voll auf mich. Na, so richtig. Ich war sogar schon in einer guten Position. Es hätte klappen können. Aber zock heute nicht zu lange Dark Souls. Wir haben morgen Podcast. Ja, ja, passt. Und da habe ich auch jetzt einiges zu erzählen. Können wir morgen. Ich habe zumindest ausnahmsweise mal Filme und Serien gesehen. Ich habe ein paar tolle, lustige Sachen zu erzählen. Hab mir jetzt auch was bestellt. Das könnte tatsächlich sehr interessant werden. Dazu morgen ein Podcast mehr. Beziehungsweise am Mittwoch ein Podcast mehr für die Zuschauer. Warst du wieder bei Eis.de einkaufen? Nee. Aber so weit entfernt ist das tatsächlich gar nicht. Eine gewisse Verbindung kann man tatsächlich nicht leugnen. Okay. Nein! Nein! Ja, könnte reichen. Nein, fuck. So, grill das Schwein. Das wird nichts mit dem Grillen. Dann töte das Schwein. Mach Schaschlik. Holy shit! Habe ich das gerade gewonnen? Jetzt gibt's Schaschlik. Wie stark ist diese verfickte Keule? Sehr stark. Und jetzt raus, okay, dort. Gut. Jetzt weg dort, nicht sterben. Checkpoint. Keine Sorge, ich habe 5 Heilungen. Das passt schon. Checkpoint holen. Ja, ja. Du bist jetzt von den kleinen Dorts gekillt. Du bist fast tot. Jetzt bist du tot. Ich kann durchrennen. Alles gut, ich kann durchrennen. Das Schwein ist weg. Schwein ist weg? Das Schwein ist weg. Das war ein Unterboss, der respawnt nicht. Aha. Okay, das heißt, den Wächter können wir eventuell noch machen und den Fahrstuhl freischalten. Die Gargoyles werde ich heute nicht mehr schaffen. Es gibt Fahrstühle? Es gibt Fahrstühle. Okay, das ist. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber das ist der Fahrstuhl, bei dem Peter von Pizzweed gestorben ist. Das will ich sehen. In seinem No-Death-Run. Habe ich nicht verfolgt, natürlich nicht. Das war super lustig. Komm schon. Und den Fahrstuhl müssen wir jetzt noch sehen, jetzt wo du ihn angekündigt hast. Da musst du es jetzt hinschaffen. Werd ich... Wie? Wie hat er das gemacht? Du hast 3 Minuten. Ja, das schaffe ich nicht. Ich geb dir auch 4, wenn du es schaffst. Ja, nee, das dauert noch. Ich muss noch durch dieses Untergrundgebiet. Ich meine, das geht schnell, wenn ich durchrenne, aber ich brauche den einen Schlüssel auch gar nicht mitnehmen. Ich habe einen Generalschlüssel. Das heißt, ich muss nur effektiv laufen können. Wenn der Sack da nicht unterwegs ist. Komm, kletter außer Reichweite. Alles gut. Die können übrigens auch Leitern benutzen.
Na dann weiter, nächste Leiter. Ja. Na komm. Weißt du, das ist eigentlich das Essentielle, was du mitnehmen müsstest aus dem Spiel. Du musst nur ausweichen können. Und das konnte ich schon immer nicht. Ja, da hinten ist jetzt ein Sperrmann und gleich kommt einer, den ich definitiv parieren muss. Meine tatsächlich besten Bosskampfleistungen in Videospielen sind das... Ja, okay, das down. Oh, sehr schön. Und jetzt bist du gleich down. Von dem einfachen Typen dort. Ja. Nice. Und der steht aber wieder auf, oder? Aber ich muss nicht mehr durch die Nebeltür. Nee, der... Ja doch, der steht wieder auf, das ist kein Boss. Ich hätte ganz gerne das Schild. Ach, wobei, ich renne einfach jetzt durch. Scheiß doch drauf. Also mein besten Bosskampfspiel Errungenschaften sind tatsächlich Pumpkin... wie hieß das Spiel? Pumpkin Days war was anderes. Das Kürbisspiel. Wie ist das mit dem Pumpkin Jack dran? Pumpkin Jack hieß das tatsächlich, glaube ich, so. Das, was ich mal. Jetzt komm ich an die Frage, ne? Da habe ich ja den Bosskampf, da habe ich den. Ich glaube, über. Diesen scheiß nervigen Bosskampf, ja? Eine Stunde irgendwas habe ich das geschafft, wo. Was halt, glaube ich, fast relativ Rekord ist, nicht, aber für meine Verhältnisse schon echt so ordentlich, also schon ordentlich. Und der eine nervige, der Gegner hier in Batman Arkham Origins. Da habe ich mich auch recht ordentlich geschlagen. Das ist schon eine Ehre wert. Ich bin da wirklich in die dritte Runde gekommen. Du hast nicht aufgegeben und das ist eine Leistung. Ich bin in die dritte Runde gekommen, also ich war dem Ende schon ziemlich nah. Also es war schon. Okay, du bist down. Also letztendlich habe ich schon aufgegeben, weil ich habe es nicht weitergespielt, aber. Ja, aber du hast nicht früh aufgegeben. Ich bin bis in die dritte Phase gekommen, was halt schon. Wir waren halt schon wirklich dem Ende. Ich habe in der dritten Phase schon ein bis zwei Hits gekriegt, also wo es drei braucht. Also ich war schon wirklich dem Ende zum Greifen nahe. Das war schon. Okay, alles gut. Hätte ich noch 2 Stunden weitergespielt, wäre es vielleicht irgendwann durch Zufall mal. Die meisten Bosskämpfe, die ich spiele, die gelingen mir durch Zufall. Weil ich halt irgendwie mal, was halt glücklicherweise mal doch dann den richtigen Schlag an der richtigen Stelle mal irgendwie, nicht wegen Skill, sondern weil es halt gerade mal, da hat der Boss mal an dieser Stelle gepennt und ich habe genau an dieser Stelle nicht gepennt. Ja, komm hoch dort. Alles gut. Du stirbst hier. Bist schon fast tot. Nein, ich sterb hier nicht. Du bist fast tot. Ich kann ausweichen. Und hoch. Bisschen Distanz und ich müsste safe sein soweit. Die sind easy zu parieren. Das sind die Gegner, bei denen du parieren sogar lernst. Das heißt... Jetzt macht die noch kaputt und... Mensch, nein, das war Schaden. Das wäre jetzt was gewesen, wenn das noch besiegt hättest und dann noch heil in den Tempel gekommen wärst. Da drin geht's erst richtig ab. Aber gut, ich glaube, ich renne an denen vorbei und mach kurz den Silberwächter fertig. Und dann können wir den Fahrstuhl kurz aktivieren, dann hast du dein Achievement auch. Haben wir noch ein Happy End. Ja, vor allem, weil ich dann zum guten Checkpoint zurück kann. Ja, komm. Lass uns das jetzt mit einem guten Happy End beenden. Ja, ich bin aber nicht bescheuert und gehe hier lang. Ich nehme erstmal den Schmied eben mit. Falls du nichts dagegen hast. Und wenn nicht, dabei wieder 5-mal stirbst. Nee, keine Sorge, es sind nur 3 Gegner und die sind easy. Okay, ich hab's drauf. Ich wollte gerade sagen, als du reingehst, ich hab noch überlegt, ich hab's mir dann erspart, ich wollte gerade sagen, ich setz 10 Euro darauf, dass du jetzt dort stirbst. Ja, okay. Der ist voll auf. Das war meine Schuld, das hab ich versaut. Boah, dieser Pfeil einfach straight in die Stirn. Das war schon gutes Timing. Ja, komm. Aber jetzt renne ich einfach an den vorbei. Dann ist gut.
Übrigens, der Schmied, den du gleich sehen wirst, der, wenn du ihn angreifst, der verprügelt dich mit Wrestling-Moves. Das ist sehr unterhaltsam. Und der ist scheiße schwer zu besiegen. Und es bringt dir absolut nichts aus, als das Spiel. Gute Arbeit an der Stelle, außer dass das Spiel dir sagt, bei dem Hammer, den du kriegst, ja, der Hammer ist scheiße, er hätte lieber einem guten Schmied gehört, den du benutzen kannst. Also, ist immer ganz nett, ihn umzubringen. Ich wollte eigentlich 22 Uhr aufhören, aber... Wirklich was. Komm, es ist Freitag, da kannst du auch mal ein bisschen überziehen. Ja, ich habe ja schon überzogen. Das ist schon die Überziehung. Ja, jetzt weg hier. Ja, jetzt ist alles gut. Die kommen da unten, da nicht lang. Können sie auch nicht, das ist außerhalb von ihrer Reichweite. Und da hört man ihn schon. Der Schmied. Ja, ich will aber nur das Feuer. Ich habe jetzt nicht vor, daraus einen ernsthaften Run zu machen und mein Zeug zu verbessern. Ich mach noch den einen. Ich mach noch den Unterboss fertig. Fahrstühle. Dann mache ich. Die sollten nicht hier sein. Tja, es war mir nicht, aber. Es war mir nicht bewusst, dass die in diesen Raum reinkommen. Ich hab das Feuer angemacht, aber hab nicht dran gewartet, nehme ich an. Dann renn jetzt durch hier. Ja, ich weiß, ich muss nur noch einmal zum Leuchtfeuer kommen. Zu meiner Verteidigung, ich bin auch unkonzentriert, es ist 22 Uhr abends oder so. Keine Ahnung, ich habe keine Uhr da. 22:05 Uhr. Gut, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, also ich darf müde sein. Ich habe eine anstrengende Schulwoche hinter mir. Oh Mensch, der feine Herr geht studieren, während die anderen Leute arbeiten. Ja, sorry, ich studiere. Berufsschule. Sehe ich aus, immerhin besser als Grundschule. Sehe ich aus, als würde ich studieren. Ehrlich gesagt, ja. Dann täuscht mein Aussehen. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich das gemacht. Bin noch nicht so blöd und werde Student. Das ist. Bin momentan in der günstigen Situation, dass ich überbezahlter Azubi bin. Wieso überbezahlt? Verdienst du über 1000 oder was? Nö. Dann bist du nicht überbezahlt. Aber über 800. Du bist überbezahlt. Und das von Steuergeldern. Ah, Steuergelder. Ich werde vom Amt bezahlt. Sozialschmarotzer sein Leben lang. So ist gut. Jetzt müsstest du nur noch einen Fliesentisch haben und 60 Kinder auf die Welt bringen. Die kriegen wir auch noch früher oder später hin. Okay. Jetzt holen wir den Dicken mal her. Oha. Ja, komm, machen wir ihn mal eben hier fertig. Alter, war ein dickes Schild. Nee, er macht dich fertig. Nee, macht er nicht. Lässt dich sogar fertig machen. Ja, komm. Der ist nicht sonderlich schwer, du musst ihn eigentlich nur parieren. Nee, macht er nicht. Und er hat Saurons Waffe. Ja, den hätte ich mir auch kaufen können. Ich weiß nicht, hat den der Schmied unten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir bisher nie Waffen gekauft. Du kämpfst die ganze Zeit mit einem Holzknüppel. Ja, mit einer Keule. Ich glaube, da sind Nägel drin. Jetzt rennt er durch, dass die stehen.
Ich kann die nicht stehen lassen, weil ich potenziell hier draußen kämpfen muss dann. Außerdem sind die getriggert und dann machen die vielleicht Aua, während ich drinnen kämpfen muss. Natürlich ist er getriggert. Ach. Der ist wie Twitter. Du bist in der Nähe, sofort getriggert. Okay, muss ich gucken, ob ich den... Scheiß auf den, ich mach jetzt erstmal den Fahrstuhl. Jetzt will ich noch einen Sieg sehen. Nö, ich mach den Feigling-Move. Tschüss. Sehr schön. Und damit ist der Fahrstuhl aktiviert. Ich mach den aber jetzt noch eben fertig. Ich gehe nur kurz unten an das Feuer, damit ich mehr Heilung hab. Ah, das ist dieser Schellfarm, von dem alle reden. Ja. Und hier komme ich jetzt endlich auch hin. Du wolltest sehen, wie ich mit der richtigen Waffe kämpfe? Dann, das ist keine Waffe. Das ist eine Waffe. Munkstern. Exakt. Ist, glaube ich, auch besser als die Keule. Ich habe mal einen Run mit dem Morgenstern gemacht. Jetzt willst du noch den Boss besiegen, oder was? Den? Den Untertypen da, ja. Morgenstern ist nicht besser als die Keule. Oh. Da kommt zur Schau. Ich kann ja jederzeit wechseln. Das ist ja kein Problem. Okay, ich komme hier nicht weg. Das heißt, ich muss über den Friedhof. Das heißt, das macht Aua. Und ich muss schnell sein. Du wirst sterben. Ich werde sterben, definitiv. Entweder das oder ich komme zum Feuer. Wie bin ich hier hingekommen? Oh, hier ist ein Weg. Ich entdecke hier immer neue Dinge. Okay. Alles cool. Ich muss dann gleich wirklich weg. Ja, gib mir einen Moment. Ich mache den eben mit dem Morgenstern fertig. Und dann könnte ich theoretisch nochmal versuchen durchzurennen. Ich glaube, einen Versuch mache ich mal, indem ich einfach versuche, dann zum ersten richtigen Boss durchzurennen. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, dann... Einen Versuch gebe ich dir. Oh, der hat noch Bock. Er wartet auf dich. Aua. Gibt's eine reale Chance, dass du den noch besiegst? Ja, wenn ich nicht im Fahrstuhl stehen würde und auch tatsächlich ausweichen könnte. Na gut, da hatte ich jetzt nicht wirklich eine Chance, ne? Kämpf du mal gegen einen 2 Meter Mann in einem 1,50 Meter Fahrstuhl. Ja, wie gesagt, zu meckern kann ich gut, wenn ich zugucke. Ja, dafür bist du ja auch eigentlich da. Man muss halt dazu sagen, ich bin auch nicht besonders gut in dem Spiel. Ich meine, wenn du mich spielen sehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich meckern. Du hast nicht mal den Controller, du würdest nicht mal das Tutorial schaffen. Mhm. Die Maustastatursteuerung ist furchtbar. So, dann kämpfen wir jetzt mal richtig, ne? Ja. Magst du auch nochmal zuhauen? Ja. Aua. Der hat aber viel KP. Ja, das ist ein ziemlicher Tank. Na komm, ausweichen. Und drauf. Ja, ich wollte zu viel. Vielleicht auch nicht unbedingt die schlechte Waffe ausrüsten, dann geht das schon. Ja, schieb's auf die Waffe.
Ich muss mal gucken, ob der vielleicht anfällig gegen das Harz ist. Ja, ich schieb's auf die Waffe, weil das Ding gut 20 weniger Schaden macht. Dann mach Harz drauf. Ich würde es mal probieren. Ich weiß nicht, ob der Schwäche hat. Ich meine, falls ja, dann ist der ziemlich weg. Mach viermal Harz drauf. Harz ich habe nur eins. Hast Harz 4. Ich habe nur einmal Goldharz. Damit wären wir wieder beim Sozialschmarotzer. Der Bodensatz der Gesellschaft. Ein Stolz drauf. Ja, er ist. Okay. Er ist wahnsinnig, ja? Ja, okay, das war die Feuerhüterseele. Das ist Kryptonit für ihn. Das war die kleine Scherbe. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt mal einmal kurz zum Endboss, zu den Endbossen durchzurennen. Es sind zwei. Ich schaffe nicht mal dich, ja. Oder? Noch ist Harz drauf? Okay. Na komm. Du hast eine Chance. Ja, vielleicht sehen wir sie zumindest. Hier wird einfach durchgerannt, straight. So viel zu durchgerannt. Blockier mich nicht! Okay, ich habe keine Chance. Warum blockiert der mich? So viel zu durchgerannt. Rand. Normalerweise schon, der steht nicht in der Tür für gewöhnlich. Wenigstens eine schöne Massenkörperei am Ende. Da sind, glaube ich, 20 Gegner oder so drin.